Vor kurzem habe ich eine Aussage gemacht in einem Video und gesagt, dass wenn man erfolgreich sein will im Leben, dann soll man nicht mit Verlierern abhängen. Don't hang out with losers. Und auf das möchte ich noch ein bisschen näher eingehen, beziehungsweise auf das Prinzip, das hinter dieser Aussage steckt. So im ersten klingt das vielleicht ein bisschen harsch, aber es ist doch wahr, dass Gemeinschaft uns stark prägt. Und haben wir Gemeinschaft mit Menschen, die nicht gerade die besten Eigenschaften an den Tag legen oder Gewohnheiten haben, dann werden wir davon beeinflusst. Und so gibt es eben diesen Ratschlag von erfolgreichen Menschen, speziell in der Geschäftswelt. Und da wird eben gesagt, don't hang out with losers. Ja, du musst dein ganzes Leben organisieren und sehen, was dich zum Erfolg bringt. So, wir wollen das natürlich nicht so materialistisch sehen, aber im spirituellen Sinn stimmt es doch auch, dass wir unser Leben organisieren müssen und dass die Gemeinschaft, die wir pflegen, sehr, ja, die relevant ist. Und haben wir Gemeinschaft mit Personen, die eben keine spirituellen Ziele oder sogar die gegenteiligen Ziele verfolgen, dann kann das eben sehr hemmend sein in unserer geistigen Entwicklung. So versteht man grundsätzlich dieses Prinzip von Gemeinschaft, von Einfluss anderer Menschen und nicht nur im Negativen, dass man versucht, jetzt eben Gemeinschaft, die uns, die hinderlich ist, aufzugeben, sondern im Gegenteil, man soll im Gegensatz dazu, man soll Gemeinschaft annehmen, die förderlich ist. Man soll Gemeinschaft suchen von Menschen und besonders im Krishna-Bewusstsein, von Menschen, die fortgeschritten sind im Krishna-Bewusstsein. Und je fortgeschrittener, desto besser. Und das ist eben dieses Guru-Prinzip, dass man einen spirituellen Meister annehmen soll, dass man den Vaishnavas dienen soll, dass man versteht, wir können von Personen, die fortgeschrittener sind, Nutzen bekommen, Segnungen bekommen, ermächtigt werden und sehr viel lernen. So oftmals wird dieses Prinzip abgelehnt, weil die Menschen meinen, ich brauche doch niemanden, der über mir steht und ich kann das doch selbst lernen und Selbstermächtigung. Was soll das sein, dass man sich von jemandem abhängig macht oder so unterwürfig ist? Nun möchte ich auch ein paar Beispiele geben von Menschen, die das verstanden haben, dass wir doch diese Führung, dass uns doch dieser Führung bedarf. Und dadurch sehr erfolgreich wurden, weil das einfach ein grundsätzliches Prinzip ist. Wenn wir lernen von Menschen, die mehr wissen, dann werden wir erfolgreicher. Das ist ganz klar. Und das ist nichts Sektenhaftes, Unterwürfiges oder Verrücktes. Das ist nur, wenn wir wenn unser Ego uns da im Weg steht. Aber jeder, der ein bisschen Einsicht hat, versteht es sehr wichtig, Leute zu haben, die mehr wissen, die mehr können, die besser sind als ich. Und dann kann ich von ihnen lernen. Und wie gesagt, dass das jetzt dass das ein universales Prinzip ist, das möchte ich kurz erwähnen. So, wir sehen das schon in unserer Kindheit, dass die Eltern über uns stehen. Die wissen mehr, sie sind größer, sie sind stärker. Wir sind kleine Kinder, wir können praktisch gar nichts machen und wir sind angewiesen auf die Hilfe dieser Eltern. Nur die Eltern nutzen ihre überlegene Position nicht aus, sondern dienen immer mit ihrer überlegenen Kraft, Intelligenz und Möglichkeiten im Leben, dienen den Kindern, fördern sie und wollen auch sehen, dass die Kinder groß werden und reif werden, erst erwachsen werden. Es heißt sogar, Srila Prabhupada sagt, der spirituelle Meister möchte immer sehen, dass seine Schüler fortgeschrittener, besser werden als er selbst. So wie sagt man, die Autoritäten, richtige Autoritäten fördern ihre Schützlinge, man sagt auch Schützlinge, die unter Schutz stehen, damit sie so gut werden wie jemand selbst oder sogar besser. So, wir können das da schon sehen, da ist schon dieses Guru-Prinzip da und das heißt auch in den Veden, die Eltern das sind unsere Gurus, sind unsere ersten Gurus. So, da sehen wir dieses ganz natürliche Prinzip und wenn wir gute Eltern haben, dann werden wir auch gute Menschen werden, beziehungsweise haben größere Möglichkeiten, die Chance steht besser, gute Menschen zu werden. Man sagt ja auch, dass das Elternhaus ausschlaggebend ist und die Erziehung
ausschlaggebend ist für den Menschen. Und wenn die Eltern eben sozial am unteren Ende stehen, wenn sie nicht so gebildet sind und vielleicht Drogen nehmen oder schlechte Angewohnheiten haben, ist es nicht logisch, aber oftmals der Fall, dass die Kinder diese Eigenschaften annehmen. So einerseits natürlich, man bekommt ja von den Genen sogar schon was mit, ist ja natürlich, und dann auch noch in der Kindheit, in der Ausbildung. So, das Elternhaus ist da schon relevant. Und man weiß das, dass Kinder aus Eltern, die keine so große oder hohe Ausbildung haben und Bildung haben, dann auch selbst nicht so gebildet sind. Das sind soziale, wie heißt das, ja, Gesellschaftsstudien gibt es da, und das kann man feststellen, das ist eine Tatsache. Natürlich gibt es Möglichkeiten und Menschen können sich bilden und die Schule kann natürlich was machen und das Leben und was auch immer, gibt natürlich Ausnahmen, doch der Trend, die Beeinflussung ist schon sehr stark eben von dieser Richtung vorgegeben. So ein weiteres Guru-Prinzip, das wir sehen und das jeder nutzt und worüber sich niemand beklagt, ist zum Beispiel im Sport. Heutzutage sieht man das ja ganz stark, zum Beispiel im Fußball. Wie wichtig der Trainer ist. Der Trainer wird immer, jeder weiß, wer der Trainer von den großen Mannschaften ist. Das sind berühmte Persönlichkeiten, sind sehr reich, bekommen viel Geld bezahlt, weil man weiß, die Mannschaft braucht einen guten Trainer, einen guten Mentor, einen Guru, der sie führt. Das sieht man auch bei den Pandavas. Diese mächtigen Krieger hatten auch einen Mentor, einen militärischen Guru. Das war Dronacharya. So im Sport, und dieser Guru, dieser Trainer, kann praktisch alles mit seinen Sportlern machen. Egal was er sagt, man muss folgen. Und das kann teilweise sehr, man meint ja, sehr schrecklich sein. Ja? Aufstehen, laufen, hinsetzen, das darfst du essen, das darfst du nicht essen, das darfst du machen, das darfst du nicht machen. Man ist voll getrimmt, man wird voll getrimmt und kann dann bessere Leistung bringen. Und da beschwert sich auch niemand, ja, die müssen alle machen, was der Trainer sagt, das ist doch nicht fair, das ist noch nicht selbstbestimmt. Ja, weil man weiß, dass dieses Prinzip funktioniert und das Bessere aus diesem Menschen herausholt. Ob das jetzt im Fußball ist oder auch im Kampfsport oder in egal welchem Sport, jeder erfolgreiche Sportler hat immer einen Trainer. Praktisch immer. Da gibt es gar keine Ausnahme, dass das mal nicht so ist. Ja. Und dennoch beschweren sich die Menschen, nein, ich will es selber machen und ich brauche keinen Guru, ich brauche keinen Lehrer, ich kann das alles selbst herausfinden. Es ist einfach nur Dummheit. Es ist einfach nur Dummheit, nicht diese Hilfe anzunehmen. Man lernt doch viel schneller von Menschen, die es schon wissen. Man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Und so haben wir im spirituellen Leben auch spirituelle Meister und Mentoren und Gurus und nicht nur einen, oftmals viele. Ja, es das heißt in Chaitanya Charitamrita, man soll einen Diksha-Guru haben, also einen einweihenden Meister, der einem einen Namen gibt und all das. Aber man kann unendlich viele Shiksha-Gurus haben und Shiksha heißt Unterweisungen, Ratschläge. Das heißt, man kann von vielen Gurus, die eben, klar, als Gaudiya Vaishnavas, die eben in dieser Linie des Gaudiya Vaishnavatums stehen, kann man die Hilfe annehmen, um mehr zu lernen über Krishna und vedisches Wissen und so weiter. So, wie gesagt, im Sport sehen wir dieses Prinzip und auch in der Musik, ja, dass man jeder, der ein Musikinstrument lernen möchte, geht zu einem Lehrer und lernt sehr schnell und effektiv. Und da gibt es eine Anekdote oder eine Geschichte, dass jemand wollte Klavier lernen und er hat viel zu Hause geübt und sich informiert und dachte, jetzt will ich ja mehr lernen und ging zu einem Lehrer. Und der Lehrer empfing ihn und er fragte, ja, der Lehrer fragte eben den potenziellen Schüler, nun, hast du schon geübt, kannst du spielen, hast du schon Erfahrung? Und er sagt, ja, ich habe schon sehr viel zu Hause geübt und viel trainiert. So sagt der Lehrer, nun gut, wenn du bei mir lernen möchtest, kostet eine Stunde 100 Euro. 100 Euro zahlst du, wenn du von mir unterrichtet werden möchtest. Und dann kommt ein anderer potenzieller Schüler und der Lehrer fragt ihn, und hast du schon geübt zu Hause, kannst du schon etwas? Und er sagt, nein, ich kann noch gar nichts, ich möchte Klavier lernen und es interessiert mich, ich habe mich noch nicht so informiert. Und er sagt, ja, eine Stunde bei mir kostet 50 Euro. So, man ist vielleicht erstaunt, wie kann das sein? Der eine weiß ja schon etwas, der ist ja schon talentiert, aber der Lehrer meint oder weiß, ihm muss ich alles wieder entlernen.
Das muss man alles wieder löschen, weil er braucht das Grundsystem von Anfang an, auf dem aufgebaut wird, wodurch er gut werden kann. Und wenn er schon seine Spekulation hat, seine Griffe, die nicht richtig sind, da auf dem kann man nicht aufbauen. Deshalb muss ich ihm das alles entlernen. So, beziehungsweise wenn ich ihm etwas sage, wird er automatisch seine alte Technik anwenden und es ist sehr schwierig dann das zu machen, was er machen soll. Wohingegen derjenige, der noch nichts weiß, frei ist und sofort lernen kann, das geht viel schneller. So, in selber Weise lernen wir schneller oder wenn wir jung sind. Deshalb heißt es auch in den vedischen Schriften, ganz früh soll man einen Lehrer annehmen und lernen. Das ist das Alter des Lernens. Und so sehen wir das auch im Krishna-Bewusstsein. Je jünger die Menschen sind, die lernen wollen, desto effektiver sind sie und schneller geht's. Und das wissen wir auch aus unserer Zeit in der Schule, als wir jung waren. Wir konnten das alles so schnell und gut merken. Je älter wir werden, das Gehirn, das wird alles ein bisschen unflexibler. Speziell, wenn man es nicht trainiert. Und wenn man Verse lernen will oder auswendig lernen, das ging eben früher viel schneller und viel einfacher. So grundsätzlich dieses Prinzip hat man auch in der Musik. Wenn man eben wirklich gut sein möchte, dann hat man Mentoren, Lehrer. Ja, Mozart zum Beispiel, heißt das, sein Vater war ein guter Musiker, hat ihm das alles beigebracht. Das hat er sich nicht einfach selbst beigebracht. Dann wird halt das Beispiel gegeben von Jimi Hendrix. Ja, ein Autodidakt, das ist ein wahrer Musiker selbst herausgefunden. Aber ich frage mich, wie viel wirklich selbst herausgefunden hat und wie viel er gelernt hat. Das könnte man nochmal nachforschen. Es mag, wie gesagt, Ausnahmen geben. Wer weiß, woher die das Wissen haben, vielleicht aus dem letzten Leben oder so. Ja? Aber grundsätzlich versteht man immer das Prinzip zu lernen von einem Lehrer. Oder jetzt zum Beispiel, viele Menschen sehen vielleicht dieses Video gerade oder andere Videos auf YouTube, Tutorials. Man lernt von jemandem, der es schon weiß. Und so sehen wir das Prinzip immer und überall. Und dennoch werden die spirituellen Menschen kritisiert oder wir manchmal, oh, ihr habt einen Guru und dann müsst ihr alles für den Guru machen und so weiter. Das Prinzip, wie gesagt, ist überall anzutreffen und ist ganz natürlich. Und natürlich haben wir einen Guru. Wer intelligent ist, hat einen Guru. Wer intelligent ist, hat einen Lehrer, um immer mehr zu lernen. Und nicht nur in der Kindheit, sondern das ganze Leben hindurch hat man Mentoren, Leute, die einem immer Ratschläge erteilen. So sehen wir das auch bei vielen berühmten Persönlichkeiten. Zum Beispiel Barack Obama, der Präsident von Amerika, der ist nicht selbst dahin gekommen. Das heißt, er hat auch einen Guru gehabt oder einen Lehrer, einen Mentor, sagt man. Frank Marshall Davis hat er geheißen, der ihn ausgebildet hat und ihm Dinge beigebracht hat und vielleicht hat er noch viele andere Mentoren gehabt. Oder der berühmte Winston Churchill. Wie gesagt, ich werde ein paar Namen erwähnen, also es ist nicht, dass ich die unbedingt mag oder ihre politischen Überzeugungen teile oder die gut oder schlecht heiße, aber ich meine, ich will nur dieses Beispiel geben, dass berühmte Persönlichkeiten, Persönlichkeiten, die was erreicht haben, hatten auch Mentoren. Und so habe ich eben den Sport erwähnt zum Beispiel, jeder Sportler hat jemanden. So auch Winston Churchill und sein Mentor war Bourke Cockram, ein Jurist aus Amerika, obwohl Winston Churchill Engländer war, sein Mentor war ein Amerikaner. Und er lehrte, und er war der einzige Mentor in den 20er Jahren, in Churchills 20er Jahren, als er sehr jung war. Das heißt, er war der einzige, von dem er da wirklich tief gelernt hat. Oder Albert Einsteins Mentor war Max Talmay. So auch dieses große Gehirn, ja, hat gelernt und darauf konnte er aufbauen und noch mehr lernen. Und dieser Mentor war sicher zufrieden, dass dann Einstein so viel verstanden hat. Ist das so, der Mentor ist nicht neidisch und will immer, oh, ich bleibe immer der Mentor und will dich unterdrücken oder so. Das ist ein totales Missverständnis. Das ist ein falsches Verständnis von Autorität. Die Autorität will immer, dass die Schützlinge, wie gesagt, gut sind, besser sind. So ein Trainer ja auch, der will ja, dass der Sportler, den er trainiert, gut ist und dann gewinnt. Der will ja nicht, dass er verliert, um sich dann mit noch mehr runterzudrücken oder so. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja. Oder Mutter Teresa hatte auch einen Mentor, den Michael, Sankt Michael oder Vater Michael van der Piet, von dem sie gelernt hat und all das. Oder berühmte Persönlichkeiten aus unserer Zeit, wie zum Beispiel Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook, der Milliarden hat. Und wer war sein Mentor? Er selbst behauptet das und da gibt es auch historische Hinweise, ist Steve Jobs.
eine andere sehr erfolgreiche Persönlichkeit. Und Steve Jobs sagt, dass sein Mentor William Campbell war. Und er hatte auch einen Mentor. So, das ist nicht so, dass irgendjemand, sogar Steve Jobs, dieser manchmal ein Self-Made Man oder so. Self-Made, wir lernen immer, das ist unser Prinzip, wir lernen immer von anderen. Wie gesagt, wenn wir aufwachsen schon, lernen wir sprechen von den Eltern. Wenn die Eltern nie mit uns sprechen würden und sagen, nee, du bist ein Genie und mach selber und das schaffst du schon, verwahrlosen wir, können wir nie sprechen lernen. Und sogar sprechen lernen wir von jemandem. So, die Kunst im Leben ist einfach, dann als intelligente Menschen das Gelernte anzuwenden und seine Persönlichkeit zu kultivieren und auch neue Dinge aufgrund der gelernten Dinge zu verstehen. So wie eben Mark Zuckerberg, der hat ein gewisses Wissen bekommen von Steve Jobs und dann darauf aufgebaut und dann dieses Facebook gemacht. Ja. Oder Bill Gates auf der anderen Seite, sein Mentor heißt es, ist Warren Buffett. Einer der reichsten Menschen der Welt, ein extremst reicher, ja, und erfolgreicher Geschäftsmann. Ne? Und zum Abschluss zwei Persönlichkeiten aus längst vergangener Zeit, also langer Zeit. Erstens Alexander der Große, ja, wir kennen ihn als der Prinz oder König von Makedonien, Grieche. Er hatte einen Mentor und das war Aristoteles, einer der berühmtesten Philosophen. Und Aristoteles selbst hatte ihn eben ausgebildet und gelehrt, den jungen Alexander. Aber Aristoteles selbst hatte auch einen Mentor, auch einen Guru. Das war Platon, auch einer der berühmtesten Philosophen. Und er, Platon, hatte auch einen Guru und seiner war Sokrates. So sieht man dieses Prinzip von einer Schülernachfolge immer gegeben. Und sogar, wenn man die Bibel liest, sogar Jesus Christus selbst hatte einen Mentor. Und das war Johannes der Täufer. Johannes der Täufer hat ihm sehr viel Wissen vermittelt und Jesus hat sehr viel von seinem Predigen von ihm übernommen. So finden wir das eben auch natürlich in den vedischen Schriften, in der Bhagavad Gita, Tattvidhi Pranipatena Pariprasnaya Sevaya Upadikshyanti Dejnanam Jnaninas Tattva Darshinaha. Wenn du die Wahrheit wissen willst, wenn du wirklich Wissen haben willst und im Besonderen Wissen über die Wahrheit, dann wende dich an einen spirituellen Meister. Und dann heißt es, frage ihn. Stelle ihm in ergebener Haltung Fragen und diene ihm. Auf diese Art und Weise wird dir diese große Seele die Wahrheit offenbaren. Das heißt in der Bhagavad Gita. Speziell diese zwei Punkte. Man soll einen Meister in Fragen stellen und ihm dienen. Ja? Wenn wir nicht diese dienende Haltung gegenüber einem Meister haben, wird er nicht inspiriert sein, uns zu helfen. Ja, das ist auch das Prinzip, dass wir eben eine demütige Haltung haben vor großen Autoritäten. Das ist nur natürlich. Ich glaube nicht, dass Bill Gates, der junge Bill Gates, mit Warren Buffett so gesprochen hat, ja, sag mal schnell und ich will das mal wissen, weil ich bin ja der Chef oder so. Nein, dann nähert man sich kultiviert, Etikette entsprechend und in einer hingegebenen Haltung. Das ist ganz normal. Oder der Karate-Meister wird da auch den Schüler nichts lehren wollen, wenn der einfach aufmüpfig ist, immer argumentiert, nicht in ergebenen Haltung Fragen stellt und sich hingibt, das ist ganz klar. So, diese Demut ist eigentlich das wirkliche Prinzip, das wichtige Prinzip. Und ich ist erstaunlich, wie in der heutigen Zeit genau das Gegenteil als gut verkauft wird. Stolz und du brauchst keine Demut und lass dir von niemandem was sagen, mach selbst. Das ist einfach nur dumm. Das ist einfach nur dumm. So, für unser eigenes Wohl ist es gut, demütig zu sein. Für unser eigenes Wohl ist es gut, einen Meister, einen Mentor zu haben. Und besonders im Spirituellen. Wir haben jetzt hier viele Bereiche gehört, wo dieses Prinzip im Materiellen anwendbar ist und offensichtlich Früchte trägt, offensichtlich funktioniert. So, wenn das im Materiellen so ist, ist es auch im Spirituellen so. Da ist es nicht so, ja, im Materiellen mag so sein und im Spirituellen kann ich mir selber alles ausdenken und das ist auch idiotisch. Im Spirituellen ist das Prinzip auch gegeben, wenn wir die Wahrheit kennenlernen wollen, wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann sollen wir einen Meister annehmen und jemand, der fortgeschritten ist, der weiß. So, was ist ein Meister aus der vedischen Sicht? Jemand, der erstens selbst einen Meister hat. Der Meister ist da auch nicht selbst gemacht, weil der einzige Meister letztendlich ist Gott. Der einzige Meister, von dem alles kommt, ist Krishna. Und deshalb steht Krishna auch am Anfang, weil er ist das anfanglose Wesen. Er steht am Anfang dieser Schülernachfolge, von dem das Wissen ausgeht. Und er beginnt die Schülernachfolge.
Und jeder dieser Meister selbst ist auch ein Schüler. Nur ein guter Meister ist ein guter Schüler. Ja? Jeder gute Meister ist auch ein guter Schüler. Und so wird dieses Wissen weiter und weiter weitergegeben, bis es nun zu uns kommt durch Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, der eben der Meister in unserer Tradition ist. Er hatte selbst auch einen Meister und er hat auch Schüler, die wiederum zu Meistern werden. Und so haben wir auch Meister und sollen auch Meister werden. Aber nur wenn kann man nur werden, wenn man eben sich immer als Schüler sieht. So ein wahrer Meister sieht sich auch immer als demütiger Schüler seines Meisters. So, das wird erwartet von uns, dass wir Meister werden auf diese Weise. Und ISKCON ist dafür da, die Devotees auszubilden, um dann auch Mentoren und Meister zu werden. Und es gibt auch verschiedene Kategorien von Meistern, aber letztendlich dafür da, um dieses Wissen wieder weiterzugeben. Das ist das Prinzip. So, das wollte ich erwähnen über das Guru-Prinzip, wie das überall wahrnehmbar ist und wie wir erfolgreich sein können im Leben. Und wahrer Erfolg bedeutet letztendlich, Krishna bewusst zu werden, wenn wir eben diese gute Gemeinschaft haben. Wie gesagt, ich habe begonnen damit, schlechte Gemeinschaft aufgeben, von denen, die keine Qualitäten der Meister besitzen, die uns inspirieren und manipulieren, eben nicht den tugendhaften Weg zu gehen. Und dann gute Gemeinschaft annehmen. Und die beste Gemeinschaft ist dann eben von sehr fortgeschrittenen Persönlichkeiten im Krishna-Bewusstsein und dort Zuflucht zu suchen, um diese Meister auch kennenzulernen und eine Beziehung mit ihnen eingehen und wirklich dann zu lernen. Und dann werden wir sehen, wie unser spirituelles Leben erblüht. Hare Krishna.